Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Und wir wollen heute den schwarzen PS5-Controller auspacken. Den habe ich ja in einer Aktion bei Amazon gekauft, in dieser Summer-Dingsbums-Aktion. Ich habe nur bezahlt 49 Euro. Ich habe eigentlich zwei Controller, reicht mir komplett aus. Aber so habe ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, einen schwarzen Controller für meine schwarze PlayStation und ich habe über 15 Euro gespart. Da kann man nicht nie sagen, da musste ich zugreifen. Und falls mal ein Controller kaputt geht, habe ich immer noch eine Reserve. Was will man mehr? So, ich würde sagen, ich wechsle mal auf die Unboxing-Ansicht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Und ja, dann würde ich sagen, packen wir gleich mal aus. Also wie gesagt, ganz normaler Karton, so wie wir ihn kennen, vom weißen Controller oder den anderen Farben. Gab ja früher nur weiß, dann kam schwarz dazu und dann Midnight Blau und wie die Farben alle heißen. Da hätte ich jetzt eine kleine Anmerkung an Sony. Ich hätte gerne. Davon rede ich nicht mal, dass das PlayStation-Zeichen vielleicht bunt wäre, wie früher, dass man den Knopf da vernünftig sehen kann. Nein, ich hätte gerne, ich finde es schön mit diesen durchsichtigen Knöpfen und so, aber ich würde mir wünschen, dass er auch nochmal ein Modell rausbringt, wo die Knöpfe nicht beleuchtet, aber die Zeichen nicht grau, sondern in der dementsprechenden Farbe. Wir sind so lila Viereck, roter Kreis, blaues Quadrat, Quatsch, Kreuz soll ja eigentlich kein X sein und ein grünes Dreieck. Also komplett schwarze Knöpfe, ja, durchsichtig, ja, aber halt nur diese Symbole würde ich gerne in Farbe haben, so wie früher, so ein bisschen Retro-Look. Und wenn Sony möchte, ihr könnt ihr gerne den PlayStation-Knopf hier auch wie das alte Logo in farbig machen. Das muss hier nicht farbig sein, einfach nur das und das. Und das wäre da schon so ein kleiner Hingucker, das würde mir mega gefallen. So. Nix Schlimmes, ganz normal. Haptisches Feedback hat er, logischerweise das PS5-Controller. Adaptive Trigger, Mikrofon und signaturkonform. Ja, okay. Werden wir mal gucken. So. Einen weißen habe ich ja auch schon ausgepackt gehabt. Da passt das dann natürlich super, dass wir hier auch einen schwarzen uns angucken werden. So. Hier guckt schon was raus. Oh, falsch rum. Bin schon aufgegangen hier. Controller. Heft. Kein USB-Kabel. Das Heft brauchen wir auch nicht. Das ist schon echt lächerlich, dass da nicht mal ein Kabel mit bei ist. Was ist, wenn der Original-USB-C-Kabel kaputt ist? Oder wenn man zwei Controller gleichzeitig laden möchte und beim, also da würde ich sagen, wenigstens ein kleines Stück, auch wenn es nur so ein Futzelchen ist. Nur so ein Futzelchen, dass man den halt irgendwo an Wandadapter anbammeln kann. Ey, das ist doch, heißt doch nicht, dass jeder USB-C zu Hause hat. Was machen die mit den älteren Handys, die kein USB-C zu Hause haben? Also, das finde ich schon sehr, sehr schade. Da muss Sony echt mal. Ja, für den Umweltschutz ist es gut, weil viele haben es. Aber warum bietet man denn nicht zwei Arten Controller an? Die soll ja gleich kosten. Mit Kabel oder und ohne Kabel. Dann können die Leute entscheiden, will ich mit Kabel oder will ich ohne Kabel. Aber doch nicht sowas. Moment. Bin wieder da. Das war das Microsoft Headquarter. Die haben einen bösen Virus auf meinem PC gefunden.
Na, wie der da wohl hinkommt und woher die meine Telefonnummer haben. Alles Quatsch, alles Loch und Truch, Leute. Lasst euch auf so eine Scheiße nicht ein. Microsoft ruft euch nicht an und sagt, ihr habt ein Virus und wir helfen euch. Das sind irgendwelche Scalper, die einfach nur eure Daten wollen und euren PC dann so ja noch blockieren. Dann könnt ihr noch bezahlen für das Entblockieren und so. Alles Schwachsinn. Lasst euch nicht darauf ein. Aber wir machen mit dem Controller weiter. Zoomst du auch? Der wollte gerade nicht richtig zoomen. So, jetzt haben wir den schwarzen Controller. Wir haben alles in schwarz. Sieht ein bisschen wie zweifarbig aus, ist aber alles schwarz. Sieht schon recht geil aus, muss ich sagen. Ordentlichen. Ja. Aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, das PlayStation-Zeichen in PlayStation-Farben oder in Silber. Und hier die Knöpfe halt. Nur die Zeichen. Die können immer noch schwarz bleiben, mit Klarsicht oben Zeug, alles durchsichtig. Aber dieses X in Blau. Hier ist dann halt der USB-C, Sony. Dann haben wir hier. Hier, das ist zum Beispiel halt wichtig für euch. Dieses Loch da. Das ist sehr, sehr wichtig für euch. Das ist der Reset-Knopf. Damit könnt ihr den Controller, wenn es Probleme gibt, resetten. Haben wir denn noch Strom drauf hier? Ja, Strom ist drauf. Das sieht schön aus. Kommt jetzt ein bisschen komisch rüber hier. Das sieht ein bisschen heller aus. Das ist aber alles gleich blau. Entschuldigung, sie rausschneiden den Huster. Liegt auch gut in der Hand. Ja, ist klar, ist der neue Controller. Ich finde den halt von der Größe schön und von mir wicht. Aber hat Sony schon was Schönes gemacht. Und der ist leise. Da hörst du keinen Tastenklackern. Es sei denn, du haust da wirklich rauf auf die Tasten. Schön. Ach, hier oben ist Klavierlack. Hier dazwischen. Dann haben wir hier das Schwarz und was ein bisschen Silber mit drin hat, würde ich sagen. Und hier halt. Moment. So. Das haben wir uns angeguckt. Jetzt nehmen wir hier wirklich, jetzt ist halt alles schwarz, aber halt verschiedene Schwarztöne. Aber dadurch sehen die Übergänge halt auch schön aus. Aber wie gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass das PlayStation-Zeichen wenigstens noch in Silber wäre. Und die würde ich mir bunt wünschen. Das kann alles so bleiben. Bei den Analog-Sticks bin ich auch sehr zufrieden. Man könnte sie vielleicht ein bisschen tiefer machen. Ja, also dass so eine vernünftige Kuhle ist zum Beispiel. Dass man mit den dicken, fetten Fingern immer noch besseren Grip hat. Aber sonst ist der DualSense-Controller wirklich ein absolutes Schmuckstück. Egal in welcher Farbe. Durch das haptische Feedback, wir haben nicht mehr Rumble-Motoren hier unten drin, die einfach machen. Nein, wir haben über den ganzen Controller, wir merken das, wenn wir über Metall laufen, wenn wir über Glas laufen, wenn wir über Wasser, auf Sand. Es vibriert halt immer anders. Und auch die adaptiven Trigger, die jetzt sehr leichtgängig sind, aber bei Shooter-Spielen zum Beispiel, wenn die Waffe kaputt ist, dann geht der halt nicht mehr zu drücken, der wird blockiert. Da dann auch bitte nicht mit Gewalt einfach runterdrücken. Wird im Spiel dann trotzdem nicht funktionieren. Das ist schon so gemacht, damit der denn nicht weitergeht. Wegen haptischen Feedback halt. Damit ihr, oder wenn ihr Flitzebogen habt und wenn ihr den spannt, dass es dann immer schwerer wird nach unten hin. Das ist alles so gewollt. Also könnt ihr in der Software ausschalten, aber nicht einfach runterdrücken, weil dann geht hier so ein Zahnrad drinne, was denn praktisch dieses haptische Feedback, diesen Gegendruck erzeugt. Und wenn ihr den mit Gewalt einfach macht, geht das Zahnrad kaputt, dann müsst ihr das austauschen, reparieren lassen. Davon mal abgesehen. So, das soll es jetzt auch für das Unboxing gewesen sein. Mehr brauchen wir da ja nicht machen. PS5-Controller kennt ihr ja. Wenn ihr da noch Fragen habt oder ich noch ein anderes Video zu einem Controller machen soll, sagt einfach Bescheid in die Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.